Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer ganz neuen Staffel hier bei Stellaris Star Trek New Horizons. Ja, ich befinde mich gerade im Hauptmenü, habe die guten Borg ausgewählt und hier die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Ich denke mal, das dürfte soweit gut sein. Ich sehe hier die offizielle Karte, ich sehe hier die Tech-Traditionskosten, bewohnbare Welten mal 1, Sieg ist hier aus, Schwierigkeit, das Größte, was hier geht, skaliert brauchen wir nicht, KI-Aggressivität normal, es sieht doch eigentlich alles ganz solide aus. Ja, wie gesagt, ich werde die Playliste und die Folgen so weiterlaufen lassen prinzipiell. Ich denke mal, das kann man so machen. Ja gut, ich könnte natürlich auch jetzt nochmal eine eigene Playliste machen und... Aber eigentlich, also wir führen ja die alte Galaxie auch in dem Sinne weiter, als dass wir in Staffel 3 in die alte Galaxie quasi zurückkehren. Ich habe da noch so eine Rechnung mit Spezies 8472 offen, wobei diese Rechnung werde ich vielleicht auch hier als die Borg selber begleichen können, wenn wir denn hier auf Spezies 8472 treffen. Ich bin mal gespannt. Ich drücke mal auf Spielen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie so der Start ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Start relativ schwer wird vielleicht, aber sich im Laufe der Zeit das Ganze einpendeln wird. Ich habe gesehen, ich habe mit der Sternflotte letztes Mal gestartet und da stand Schwierigkeit normal. Hier bei den Borg steht Schwierigkeit einfach, weil die Borg halt übelst krass stark sind. Allerdings ist die KI-Schwierigkeit, also die Spielschwierigkeit im Allgemeinen, jetzt auch 2 Stufen höher. Ich hoffe mal, es wird nicht zu einfach. Schauen wir mal. Und wird halt die zweite Staffel so eine kleine Fun-Runde mit dem Borg. Schauen wir mal, wie schwer das wird. Ich bin gespannt. So, ein wunderschönes Galaxy-Class-Schiff. Oh Gott, ja, hier sehen wir schon die Borg, ja. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich einen Kubus baue. So, guten Tag. Ich würde sehr gerne beginnen. So, empfohlen, Standard, 100% der Reiche. Ja, das würde ich aber mal meinen, ne? Ja, hier, alles was geht. Alles, was geht. So, was haben wir denn hier? Unikomplex 1, Alpha und zentraler Unikomplex. Okay. Okay, okay. Ja, 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 ja. Okay, verstehe. Was haben wir denn hier alles so rumstehen? Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn? Forschungsschiff? Das ist ein Konstruktionsschiff. Erweiterte Unikomplex-Position. So günstig ist das nur. Das ist aber okay. Was ist das hier? Ist das ein Schiff? Das ist kein Schiff. Ach, das ist eine Schießstation, sag ich mal einfach, oder? Verteidigungsnext, okay. Flottengröße 6. Kann sich das Ding bewegen? Sieht mir jetzt nicht so danach aus. Okay, wir haben 3 Konstruktionsschiffe und 3 Forschungsschiffe. Okay. Okay. Gibt es hier denn noch etwas zu konstruieren? Nö, nicht wirklich. Jetzt mal würde ich weit zu sagen. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. Du guckst dir mal bitte... Moment, wie machen wir das jetzt am besten? Kann ich von hier eigentlich hier rüber? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte mir eigentlich einen Plan überlegt, aber dieser Plan ist das... Okay, das ist meine Station, das ist meine Anfangsflotte. Wie sieht meine Anfangsflotte aus? Kann ich die schon irgendwie sehen hier? Das ist mein Forschungsschiff. Anfangsflotte. Wo bist du? Okay, da ist die Anfangsflotte. So.
4 Schiffe. Ach, das sind so kleine. Ja, das kann man doch mal machen. Das kann man doch mal machen. So, bitte wieder hier in den Orbit einfliegen. Okay. 9 of 20, 4 of 8 und 1 of 10. Das sind sehr schöne. Ganz ehrlich, mit solchen Bezeichnungen kann ich arbeiten. Transwarp-Leitung 2, neue Komponenten. Ja, machen wir mal hier. So, was haben wir hier? Neue Komponenten, neue Erlassoptimierung. Mordig Mineral plus 20%. Was macht das hier? Ach ja. Ja, das kann man mal erforschen. Einsatzstation. Hm. Ermöglicht den Abbau von diesen komischen Kristallen. Haben wir denn hier eigentlich schon irgendwas? Drohnen, ansonsten haben wir nichts. Ja, okay. Also, nehmen wir erstmal hier ein bisschen gerade auf Wirtschaft. Das ist, denke ich mal, eine gute Idee. Okay, das Ding hier kann ich... Warte mal, konnte man nicht... Erweiterte Unikomplex... Megastruktur bauen. Unikomplex. Das ist wahrscheinlich dann das hier, oder? Okay. Erweiterte Unikomplex-Position verbessern. Unikomplex-Sektion. Also ich weiß, dass ich von diesen Unikomplexen einige bauen kann, aber ich kann wohl auch solche kleineren Versionen davon bauen. Also im Grunde genommen bin ich richtig hart OP. Ich habe ja, ach, jeder Unikomplex hat quasi so einen Defender hier. Die hier hat so einen Defender und die hier hat so einen Defender. Aber ganz ehrlich, die sind aber ganz schön stark, ey. Und dann auch hier meine Station und meine Flotte. Ganz ehrlich, ich bin nicht mehr aufzuhalten. Jetzt schon nicht mehr. So, du fliegst mal... Kann ich nicht? Wieso kann ich nicht einfach sagen? Warte mal. Wenn ich hier sage, aufdecken... Wieso? Was da? Okay. Okay, ich würde nämlich zwei einfach mal sehr gerne. Wie weit kannst du hier einfach Richtung Süden fliegen? What the fuck? Wieso kann ich hier nicht hin? Okay. So, und der dritte. Du kannst mal hier ein bisschen hier so erkunden. Du fliegst mal hier so ein bisschen in eine Runde. Was hältst du denn davon, mein Freund? Nein. Nein, 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 nein. Erkunden. Erkunden oder kannst du eigentlich hier weiter erkunden? Oh, es ist doch hier. So. Das sieht doch schon mal solide aus. So, was haben wir hier? Eine Schiffswerft, Quartiere. Okay. Plus 11. Konstruktion. Oh, uiuiui. Was kostet das hier? Dilithium. Plus 7. Ja. Achso, Drohnen und Dilithium mache ich. Plus, ja, läuft. Alles klar. Forschungsschiff und eine Probe. Das ist aber ganz schön teuer, die Borg-Schiffe. Aber verständlich. So, nee, ich möchte Unikomplex 1. So, ach du heilige Scheiße, okay. Abweichung 15%, das dulde ich. Oh Gott, was steht hier schon alles drauf? Holy moly, okay. Aktuelle Bevölkerung 35, jetzt schon? Ja, Mahlzeit, okay. Okay. Die Borg wachsen. Ja, okay, das sieht ja hier eigentlich schon mal alles recht solide aus. Ja. Okay. Kollektiver Fokus. Ah, das macht das. Mhm.
Okay, ich würde sagen, wir lassen mal gerade kurz Q verschwinde. I go out of my way to help you savages and you just throw it back in my face. Well, wir brauchen dich und deine Mineralien nicht. I'm taking my mineral back. Wir sind Borg. I have important information for you. Verschwinde. Q. Wir sind Borg. Wir brauchen keine Hilfe. Okay. Naniten? Ach, guck mal, ich habe gar keine Konsumgüter. Ich habe Naniten. Das ist gut zu wissen. So, dann schwärmen wir doch mal aus. Ein bisschen. So, du erforscht das. Ich könnte dir aber tatsächlich schon ein bisschen... bisschen Hilfe gebrauchen hier beim Erkunden. So eine Drohne. Alpha Aliens? Feindflotte ausweichen? Was? Alienschiffe 961? Was? Die Borg weichen keiner Feindflotte aus. Ich glaube, es geht los. Das ist ja wohl eine absolute Unverschämtheit. Die Borg und einer Feindflotte ausweichen. Wo kommen wir denn da hin? Kann ich noch hier irgendwie hinjumpen? Nee, ja, dann flieg erstmal dahin. So, ey, hallo? So, machen wir das mal so. Okay, 392, ja, natürlich Mahlzeit, okay. Habe ich so etwas wie einen Markt? Alpha Aliens untersuchen? Ja, ich bitte drum. Erstmal sofort hier untersuchen. So, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe da schon echt ein bisschen nicht mehr gespielt, ne? Das ist ja alles ganz schön teuer, ne? Okay. Okay. Vor 189, das geht aber eigentlich. Ich kaufe mal ein paar Legierungen ein und konstruiere ein weiteres Forschungsschiff. So. Kontakt hergestellt. Die Krenim. Hi. Aber, sorry, Freunde, Diplomatie ist leider irrelevant. Alter, sind die groß. Die sind die groß. Schon wieder Feindflotte auswählen. Was? Sag mal, was ist das denn hier? Wieso ist der Sound so mega leise? Neue Komponenten, Nanitenprotektion. Das ist natürlich ausgebildeter Offizier plus 10%. Das ist ja Nanitenprojektor 2 Verwaltung. Ich booste mal das hier. Sag mal, was ist das hier eigentlich? Wieso? Kollegen, könntest du mal hier irgendwie ansatzweise durchkommen? Das wäre echt super, wenn du das hinkriegen würdest. So, dann flieg halt mal so. Krieg erklären, Ansprüche stellen. Aha, eben würde ich überlegen. Oh, so, geht ja noch, ne? Kann man mitarbeiten. So, wieso ist denn der Sound eigentlich hier gerade? Effektlautstärke. Ich mach mal alles gerade so ein Tucken lauter. Ah, hier, Forschungsschiff ist da. Sehr gut. Ich benötige eine neue Ich habe einen freien Gouverneur. Moment, sofort. Assimiliert. Dingsgeschwindigkeit, Anomalien. Forschungsschwindigkeit, Anomalien. Ach, Entdeckung, Chance, Anomalien. Ja, ne? Dann nehmen wir nochmal dich hier. Hä? Wieso habe ich jetzt keinen Gouverneur mehr? What? Ich habe keine Ahnung. Okay, du hilfst hier mal so ein bisschen mit.
Übernimm mal diesen Part hier, dass es hier mal so ein bisschen schneller geht hier. So. Alles klar. Go, Borg. Go, go, go. Aha. Guten Tag. Ich will gerne hier durchfliegen. Ist das gestattet? Ja, ich flieg da mal weiter, Freunde, ne? Ich flieg da mal weiter. Wieso sind hier schon Alienschiffe? Kann es sein, dass die Borg am Anfang sehr, 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 sehr eingegrenzt sind? Es kommt mir doch tatsächlich so vor, als wäre das der Fall. Okay, die Bevölkerung wächst, aber oh, jetzt sieht gerade so mega krass schnell. Research complete, das höre ich doch gerne. Was ermöglicht den Abbau hiervon? Ja, nehmen wir mit. Gar kein Problem. So, Gamma Aliens. Aha. Hier oben. Haben wir denn die anderen Aliens überhaupt schon quasi mal erkundet? Automatische Erkundung. Ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Nee, erstmal sein lassen, bitte. Macht mal das hier. Delta Aliens. Ach du Heilige. Neues Gebäude, bitte. Die Zahltechnokratie. Bitte was? Egal, Diplomatie ist irrelevant. Wer seid ihr denn? Aha. Waren die in meiner ersten Runde auch schon dabei? Ich kann mich irgendwie nicht so erinnern, oder die wurden irgendwie ausgerottet. Ich habe ja vielleicht auch gar nicht so alles mitbekommen, sage ich mal. Kazon-Orden. Hi. Hatte ich schon erwähnt, dass Diplomatie absolut irrelevant ist? So, la 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 la. Die beiden sind quasi einfach nur dafür da, um andere Dudes aufzudecken. System erkundet, ja endlich, ey, meine Herren, ey. So. Anführer erreicht eine neue Stufe, sehr gut. So, da wollen wir mal am Anfang uns hier ein bisschen auszubreiten. Was kostet der Spaß denn? Ja, das kann man sich ja mal leisten, ne? Alles klar, let's go. So, der da oben braucht ja noch 10.000 Jahre gefühlt. Sag mal, du erkundest ja gerade das, aber danach mach mal bitte erstmal die beiden hier. Mach mal den hier bitte. Jede Spezies ist eine Bereicherung für das Kollektiv. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Das hier. So, Epsilon Aliens. Ja, ich würde immer noch gerne wissen, wer ist denn der, wer sind denn die Vögel hier unten? Schauen wir uns mal die Epsilon Aliens ein bisschen genauer an. So, und du Kollege hier, du holst dir mal das hier. Da sind Planeten. Planeten sind gut. Nicht, dass ich sie unbedingt brauchen würde, aber sie sind gut. Vidianische Gilde. Aha. Hatte ich schon mal erwähnt, dass Diplomatie absolut irrelevant ist? Ich glaube schon, oder? Sehr gut. So, Bergbaustation bauen. Wassereis. Ja gut, hätten wir das Wassereisproblem auch schon mal absolut geklärt hier.
Müsste hier nicht auch mal irgendwie jemand sein oder so? Das ist ja sehr außergewöhnlich. Eine archäologische Stätte, sehr gut. Wo haben wir den gefunden? Ach so, hier, ja, das kann man ja mal mitnehmen, ne? Das kann man ja mal mitnehmen. Ich brauche viel mehr Forschungsschiffe, ey. Ich brauche echt viel mehr Forschungsschiffe, aber ich brauche natürlich auch so Schiffe. Ich kann die schon upgraden für richtig viel. Die Talaxianer. Hi. Na, Freunde, seid ihr schon leicht am Schwitzen? So, du hast nichts mehr zu tun, dann kannst du hier mal weiterfliegen. Du hast auch nichts mehr zu tun. Gib ihm. Zack. Okay. Läuft ja schon mal ganz gut. Die Theta-Aliens. Aha. Kundenbewohner wetten. The Chase. Ach so, das ist das hier, okay. Hier oben sind die Talaxianer. Okay, verstehe. Hi. Ich finde es übrigens schön, dass ihr mir nicht die Grenzen schließt. Das finde ich formidabel. Iota-Aliens. Nein! Hallo! Ne. Nicht hier. Umdrehen oder so. Schön weiterfliegen. Das will ich hören. So. Neue Komponente. Trefferpunkte, Schilde. So, hier. Ermöglicht auch weiteren Abbau. Das nehmen wir mal. Das finde ich gut. So, was ist das hier? Ach, das sind diese Kristalle. Kann ich die schon abbauen komplett? Boah, geht das schnell hier. Holy moly, ey. Befehlsziel Flotte plus... Ja, so. Kann man mal schon mal mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Hier unten ist halt irgendwie gar keiner, ey. Müssten hier nicht eigentlich bald gewisse Nachbarn kommen? I don't know. Ich glaube, ich fliege mit dem einen hier unten lang und mit dem anderen fliege ich hier oben lang. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. So, du machst hier eigentlich das hier. Das heißt, du, Kollege... automatische Erkundung, neue Komponente, machen wir das hier. Du konzentrierst dich mal bitte auf diese hier. Die Mu-Aliens. Ja, Mu mache ich auch, wenn ich ganz verzweifelt bin. Mu. So, bitte mal hier so ein bisschen lang fliegen. Dann kannst du von mir aus hier mal so eine Kurve fliegen. Ja, ist klar. Ey, wofür habe ich so viele Forschungsschiffe? Holy shit, ey. Die Worttechnokratie, ja, guten Tag. Guten Tag, ich bin gerade schwerst beschäftigt, tatsächlich. So, erstmal hier das hier claim. Die Kobali. Ach so, hi. Was? Närrische Borg. Was? Ach, ist das ein altes Reich oder was? Hier unten sind die Kobali. Ach, das sind die. Ihr seid das. Hä? Wo sind die denn? Ach, hier, die hier. All I ask is that you admit the possibility. Scheiße! Your interpretation is wrong. Das ist ein altes Reich. Die sind mir überwältigend.
Närrische Borg, euer mangelnder Respekt euren Ältesten gegenüber wird noch euer Verderben sein. Werft euch vor uns nieder und bettelt um unsere Vergebung, dann könnten wir vielleicht davon absehen, euer kleines, wertloses Reich zu vernichten. What the fucking hell? Die möchten uns einfach so demütigen? Das ist ja wohl... Wir sind Borg! Aber wir sind keine dummen Borg. Okay, wenn ich das mache, werden sie uns wahrscheinlich eine Kriegserklärung schicken und werden uns platt machen. Das wäre extrem dumm, wenn ich das machen würde. Gedemütigt für 120 Monate. Das belastet. Monatlich einfach minus 33%. Diplomatische Bedeutung... das ist mir sowieso scheißegal. Zufriedenheit ist bei mir auch egal. Monatlicher Einfluss minus 33%. Das ist natürlich schon... Vielleicht ist so extrem frühes Scouten doch nicht so schlau. Also, ich muss es akzeptieren, sonst habe ich diese Partie verloren. Ja, dann, wir nehmen die Demütigung an, aber, ich sag mal so, altes Reich, ich weiß schon, was ich so ziemlich mit als erstes ausrotten werde, wenn ich alte Reiche ausrotten kann. Das merke ich mir, Freunde, das merke ich mir. Das war ein Fehler, das werdet ihr noch bereuen. Das werdet ihr noch sehr, sehr stark bereuen, Freunde. So, wir fliegen mal hier entlang. Mal gucken, ob wir das Dominion finden. Hallo Kobali, man kann hier also rüberfliegen. So, ne? Okay. Gut zu wissen. Da werde ich mich wahrscheinlich nach Süden eher ausbreiten. Würde ich jetzt mal vermuten. Hier, hallo. Hallo. Das hier ist mein Gebiet, Freundchen. Die Nu-Aliens, ja. So, du Kollege. Ach, eigentlich kannst du das hier auch weitermachen. So, hier fliegst du doch hin, hier fliegst du doch hin. Wie viel kostet denn so ein Kolonieschiff? Kann ich bauen. Warte mal, funktioniert das bei den Borg anders? Okay, die Musik ist jetzt doch gerade ein bisschen laut bei mir tatsächlich. Warte mal, wie mache ich das denn? Muss ich das mit dem Borg irgendwie anders machen? Hat nicht Kolonisierung M-Klasse. Ach, ich muss das... Okay, mir fehlen doch irgendwie Forschung oder so, oder? Aber ich kann auch gar keine Kolonieschiffe bauen. Okay. Ich muss einfach noch ein bisschen forschen hier. Überwältigend. Oh, die Puppenflotte. Okay. Ich verstehe, Freunde. Fendomar-Staaten. Guten Tag. Hatte ich schon erwähnt, dass Diplomatie absolut irrelevant ist? Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? So, du bist hier noch kräftig am Forschen, du prinzipiell auch. Ich brauche etwas für die archäologische Stätte. Ich benötige ein weiteres Forschungsschiff, bitte. So, kommen Sie mal ran hier. Hierfür bräuchte ich eigentlich auch mal einen General, beziehungsweise einen Admiral. Feuerrate Schiffe, Armeeschaden, ja... Nehmen wir mal ihn hier. So. Ach du Heilige, okay. So, bitte einmal das, was ich habe, komplett upgraden. Okay, die höchste Schwierigkeitsstufe gibt Gas. Das war zu erwarten. Das war absolut zu erwarten. So. Du gräbst bitte einmal diese archäologische Stelle hier aus. Und zwar ziemlich zügig, wenn ich bitten darf. Flotte verbessert, das höre ich gern.
Okay. Wie geht es meinen beiden Welten hier? Ja, ist ungefähr halb durch. Ich könnte mir schon mal überlegen, was Neues zu bauen. Ja. Forschung wäre natürlich nicht schlecht. Wie viel kostet so ein Ding denn? Ach, das geht, ja. Das kann man aber machen eigentlich. Das ist für Mineralien. Produktion Handwerk plus 5%. Das ist für Wohnungen. Wohnungen habe ich eigentlich noch genug. Ach, dafür brauche ich das. Okay. Deuterium baue ich noch nicht ab. Dann könnte ich ja eigentlich schon mal ein bisschen die Forschung boosten, oder? Kann man eigentlich schon mal bauen. So, der hier ist... Das dauert doch so... What the fuck? Ach so! Hier ist schon jemand fertig. Ja, hier, dann auch ab in die Forschung. Okay, boosten wir ein bisschen unsere Forschung. Weil die Forschung geht halt schon echt gut durch hier, muss man mal sagen. Also ja, wobei, du kannst das ja schon mal machen. Du, damit du auch was zu tun hast, du machst das hier. Jetzt hat er schon angefangen zu bauen, ja, aber nice. Okay, gar kein Problem. So, was? Was haben die gerade gemacht hier? Haben die mich gerade zum Rivalen hier erklärt, oder was? Krenim, ich würde aufpassen, ne? Ich würde aufpassen. Noch bin ich ein bisschen verwundbar, aber das wird nicht ewig so sein, Freunde. Das wird nicht ewig so sein. Wir werden die Zeit haben, um zu sprechen. Ja, überwältigend. Ich bin gleich mal auch hier überwältigend. So, das hier kann mal gerade erforscht werden. Okay. Dann machen wir hier ein bisschen. Das kann man ja auch ein bisschen hier auch verkaufen. Das brauchen wir doch auch niemals alles. So. Ja, ein bisschen hier Legierung einkaufen. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier ist da. Ist ja schön viel Platz hier. Ja, Flottenkapazität. Wir sind die Borg. Flottenkapazität interessiert uns nicht. Wieso habe ich nur 99%? Was ist hier los? Was ist hier los? So, ich kann bisher nur die Sonden bauen. Bauen wir mal zwei Sonden. Ich glaube, es wird mal Zeit, hier ein bisschen Militär schon mal zu bauen. Habe ich so gehört. Ist ganz gut. Magnesit. Aha, ja. Aha. Möchtet ihr hier gerne ausweichen, ja? Ich finde, das ist eine gute Idee. Holy moly. Okay, wir fliegen mal hier rüber und dann hier runter. Okay. So, du bist bei der archäologischen Stelle mit bei. Du hast das hier eingenommen. Du bist hier noch am Erkunden. Das gehört mir doch schon längst, oder? Nee, das gehört mir noch nicht. Das gehört mir noch nicht. Sehr gut. Forschung boosten. Forschung boosten ist gut. So, du snackst mal das hier bitte. Du fliegst hier hoch. Machst erstmal die Bergbaustation und dann die Forschungsstation. Das ist auch mal was zu tun hier. So, erste drei. Das geht hier mit dem Borg Schlag auf Schlag. Was nehmen wir denn hier? Assimilierung. Was bringt mir das denn? Ja. Die Annahme der Stufe ermöglicht es dem zusätzliche Unikomplexe zu bauen bis zu einem Maximum von 3.
Okay. Ja, das hört sich doch gut an. Das Korrektiv kann nur bis zu 5 Subkomplexe bauen. Kurz echt? Der Reiter hier gefällt mir. Das nehmen wir doch mal. Der Reiter hier gefällt mir. Ja, die Borg sind möglicherweise ein bisschen OP. Ich merke das schon. So. Bitte einmal hier durchbauen das Ganze. Die Omikron-Aliens, ja. Die habe ich schon immer gesucht. Die Omikron-Aliens. Dann schauen wir uns die auch mal an, die guten Omikron-Aliens. So, das Divor-Imperium, aha. Time is on our So. side. Oh, sind wir immer noch überwältigend. Habe ich schon hier weitere Schiffe gebaut? Habe ich schon. Die sind immer noch absolut überwältigend. Das ist belastend. Okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ja. Das hier bringt ein bisschen was. Wir brauchen schneller Militär. Ansonsten haben wir aber ein Problem. Plus 9 nur noch. Ach, wurden hier welche abgezogen oder was? Und als kurzen plus 44%. Ja, das kann ich jetzt gerade echt nicht ändern. Ich habe gerade hier andere Sorgen. Mein Nachbar ist mir nämlich überwältigend, weil höchste Schwierigkeitsstufe. Yay! Wahrscheinlich sind die mir alle überwältigend, oder? Nee, die sind mir nur überlegen. Ja gut, wenn ich ein Nachbar der Borg wäre, dann würde ich aber auch Gas geben. Oh. Okay. Kann ich auch Leute verkaufen irgendwie? Das wäre doch mal eine Maßnahme. So, nächste Sonde. Gastfreunde, wieso mal jetzt nur noch plus 7? Was ist da los? Was ist hier los? Gleich meine Forschung geboostet habe oder was? Ich glaube, ich muss hier gleich mal irgendwie ein bisschen was umstellen. Ich brauche mehr Legierung. Plus 7 geht ja wohl nicht. Das kann es ja wohl nicht sein hier. So, kann ich das hier noch nicht abbauen? Das kann ich offensichtlich noch nicht abbauen. So, ausbreiten. Das Kollektiv muss wachsen, wenn ich bitten darf, ziemlich zügig hier. So, du kannst schon mal hier rüber fliegen. Ey! Hallo, Freunde? Was ist das denn hier? Wollt ihr mich einschließen oder was? Das sehe ich aber gar nicht gern hier. Hey, da muss man aber hier. Muss man aber echt hart gegenstallen gegen die Guten. So, das dürfte auch eigentlich gehen. So, zack, nächste Sonde. Oh, das hier. Wieso kann ich keine Planeten kolonisieren? Das verwundert mich irgendwie gerade. Ja, ich habe die Forschung noch nicht, aber. Dass ich hier nicht gleich von Anfang an so ein bisschen was auch noch machen kann. Jetzt fehlt mir ein bisschen Einfluss. Alles klar. Naja, wir sind ja noch ganz am Anfang. Die Borg lassen es am Anfang auch ein bisschen gemütlich angehen. Hier habe ich auch schon lange keinen mehr gefunden, ey. So. Die Zahltechnokratie hat den Krenim den Krieg erklärt. Ach, guck mal an.
Das heißt, die Grünen hier kloppen sich mit den Roten. Ja, das ist doch, ne? Dann kloppt euch mal gegenseitig, ne? Ich baue mich da mal in der Zwischenzeit auf, Freunde. So. Das können wir doch gerne so machen. Kloppt ihr euch mal gegenseitig? Habe ich absolut gar kein Problem mit. So, zack. Sehr gut. Eieieiei. Boah, was war das hier? So, mit denen hier könnte ich es eigentlich theoretisch schon gleich aufnehmen. Ich kriege was wieder, wenn ich die upgrade. Oh, gut, ne? Die Borg sind offensichtlich auch bekannt für ihre Recycling-Maßnahmen, so wie es aussieht. Plus 12. Leute, das muss hier... Das kann nicht sein. Die Lithium minus 1. Wieso minus 1 die Lithium? Das, was ist das jetzt hier? Wirtschaftskrise bei den Borg. Das kann ja wohl nicht sein. Und die PA ist auch noch gefunden. Das ist ja großartig. Wenn ich das hier einnehme, dann müsste ich eigentlich den hier erstmal so den Weg so ein bisschen abgeschnitten haben, oder? Ich snack mir das mal. Das verballert zwar meinen restlichen Einfluss, aber dann ist hier, glaube ich, erstmal hier schon mal schottendicht. Wahrscheinlich kann ich ein Gebäude bauen, was die Lithium herstellt, oder? Gehe ich jetzt mal stark von aus. Das produziert ein bisschen was hiervon. Habe ich das schon? Ja. Ja, ja. Also ich könnte die Lithium auch einfach so kaufen, glaube ich. Das kann man, ja. Lithiumschmiede, ja. Das wäre mal eine Maßnahme. Nanitenfabrik. Produziert das, produziert das. Okay. Produziert das? Produziert das? Ja. Okay. Wollen wir mal hier ein bisschen liegen. Holy shit, ey. Was ist denn hier los, Freunde? Das ist ja... Okay. Dafür fehlt mir das. Kraftwerk und Legion. Dann machen wir mal hier auch das. Okay. Wollen wir mal zwei Legionen schmieden und knüppeln das ein bisschen hoch. Plus zwei noch. What the fuck? Warte, wieso bricht hier gerade alles zusammen? Das kann's doch schon wieder nicht sein. Die Ruh-Aliens. Das wird ja immer besser hier, ey. Fliegen wir mal hier so ein bisschen hin. Ach, hier habe ich die alle gefunden. Okay. Hier noch aufdecken. Die Husnok. Hi. Hätten wir die hier unten auch schon mal gefunden. Sehr gut. So, bitte einmal eine Bergbaustation bauen. Minus 6 Energiecredits. Ja, weil sich jetzt gerade alles verschoben hat, ne? Freunde, ich habe nicht gesagt, dass ihr die ganzen irrelevanten Sachen... Ja, okay, hier wurde gerade was hin und her geschoben. Das hier machen wir mal. Okay, kleine Wirtschaftskrise bei den Borg. Aber das kriegen wir hin. Ich würde mal sagen, das Dominion, hi! Ja, Diplomatie ist irrelevant. Ich würde mal sagen... Das soll es für die erste Folge gewesen sein. Wir sind mit den Borg gestartet und ja, unsere Nachbarn bekloppen sich ein bisschen untereinander. Das ist ganz gut, dass sie sich untereinander so ein bisschen bekloppen. So können wir uns ein bisschen aufbauen. Oh, die Puppen aber ganz schön flotte. Ja, da kann ich so jetzt noch nicht mithalten, auch wenn ich schon ungefähr eine 1000er Flotte habe. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich bin gespannt. Eine kleine Wirtschaftskrise haben wir. Ein kleines Dilithium-Problem, ein bisschen Energiequellen-Problem. Aber dafür läuft es bei den Legierungen wieder. Ich bin gespannt, wie es hier mit den Borg weitergeht. Und solltet ihr Tipps haben, immer fleißig in die Kommentare reinschreiben. Ich lese sie auf jeden Fall. Und nehme jetzt auch nicht so viele Folgen auf Vorrat
auf wie bei Staffel 1. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wir haben auf jeden Fall schon einiges aufgedeckt und ja, ich habe so das leichte Gefühl, ich habe gehört, Widerstand ist zwecklos. In dem Sinne, haut rein, bis dann und ciao.